Insel in Sicht! Und zwar da drüben. Großkatzenjammer-Riff. Ah, nee, das ist ein Riff. Oh, ist aber nett. Die müssen wir so oder so noch finden. Aber warte, wo ist die Insel? Habe ich die verpasst? Oh nein. Oh oh. Ich glaube, ich habe die Insel verpasst. Verdammt, nein! Jetzt muss ich warten. Oh, und wirklich, das hier auf der Map war wirklich nur ein Riff. Ein Riff in der Forstsee sieht aus wie ein großes, trauriges Tier. Okay, ich frag mich, ob unsere Lady jetzt was zu sagen hat dazu. Riffany. Riesig, ein neues Riff für mich. Bisher habt ihr einen Riff für mich gefunden. Wenn ihr noch zwei Riffe mehr ausfindig macht, rücke ich mit der Belohnung raus. Mir ist da was Riesiges eingefallen. Wir brauchen etwas, um uns an die Riffe zu erinnern, die ihr für mich findet. Darum werde ich ab jetzt Riff-Replikas fertigen und dafür keine Mühe scheuen. Wenn ihr nächstes Mal auf Capitan Bora seid, gibt es bestimmt schon was zum Bestaunen. Ich schwöre es. Okay, cool. Aber ich habe leider ganz knapp die Insel verpasst. Ich glaube, die ist irgendwo hier in der Nähe oder vielleicht dort. Was sind das ja auch die Riffs, die wir finden sollen? Das wird ja immer so angezeigt, weil dort was ist. Dann haben wir vielleicht hier nichts verpasst? Ich warte noch eine Weile. Ich finde es cool, wie Luigi immer wieder hin und her rennt und sich umschaut, aber irgendwie ist hier doch nichts mehr zu finden. Vielleicht sollten wir einfach mal die nächste Strömung benutzen, obwohl ich eigentlich dachte, dass es hier weitergehen würde, aber nee. Scheinbar ist die nächste Insel irgendwo hier in dem Gebiet. Ich warte mal 10 Minuten. Eher so 5 Minuten. Neue Meeresströmung entdeckt. Wir sind jetzt endlich angekommen. Wir fahren hier jetzt endlich durch. Und ich war wirklich der Meinung, dass hier irgendwo eine Insel wäre. Aber schaut mal, hier war einfach gar nichts. Hier war was. Hier, hier. Und wir jetzt gar nichts mehr. Ich warte mal noch eine Weile, bis wir was finden. Aha. Ich wusste doch, dass hier irgendwas ist. Na, endlich können wir weitermachen. Landesicht, Florflor. Ich glaube, von der Insel war auch mal die Rede, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das stimmt. Wenn wir schon mal hier sind und das Ding eh direkt vor uns. Ich muss mal kurz abchecken, ob hier noch irgendwo so Riffe sind. Ja, abspeichern können. Nee, scheinbar nicht. Okay, dann wollen wir uns da direkt hin ab. Auf geht's, Florflor. Klingt, als ob da eine Menge Blumen wachsen würden. Und sehr viel Grün. Und ja, doch. Stimmt. Ach, Luigi. Oh, Luigi, nicht ins Wasser. Die Strömung ist stark. Komm schnell. Oh. Gut, dass du schön, dass du Seepferdchen gemacht hast, Luigi. Sonst hätten wir jetzt ein Problem gehabt. Florflor! Das sieht schön aus. Ich mag die Beleuchtung hier. Das sieht echt gut aus. Seid ihr gerade einfach so vom Himmel gefallen? Ja, richtig. Ihr kommt von einem Ort namens Capitan Bora und habt euch per Kanone hergeschossen? Ach du liebes Bisschen. Wie eigentlich hattet ihr das denn bitte? Und was ist los mit dir? Ach so, die Blöcke da hinten. Also meinetwegen, wenn du ein bisschen Frust rauslassen musst. Ja, den Typen juckt das nicht, von wo wir herkommen. Da denke ich nur so, oh, Kunden, da bin ich dabei. Was, bequeme Hose? Und Picknickhose. Allein ist so schade, erhöht sich Verteidigung mit 20% in der bequemen Hose. Und Picknickhammer. Das sind gute Items, aber wie gesagt, ich will erstmal gucken, ob man die nicht auch einfach so finden kann. Oder wir sparen einfach auf die Items, die uns Fabrizia machen kann. Das wäre auch keine schlechte Idee. Ich gucke erstmal die Map an. Durch die Mitte kommen wir nicht durch. Wir könnten nach oben. Wir könnten aber nach rechts. Beide Wege für nach Rom. Da oben. Okay, der komplette mittlere Pfad ist total dicht. Und die Blumen hier sind scheinbar schon alle gewachsen. Also da brauchen wir gar nicht nachhelfen. Ich gehe erstmal hier lang, glaube ich. Wir können ja beide Wege entlang gehen. Ist ja eigentlich egal, welchen wir zuerst machen. Und ja, hier geht es halt nicht mehr um irgendwas Besonderes, weil
Warte mal, warum sind die da oben? Was haben wir denn bekommen? Oh, oh, einen habe ich bekommen. Aber wieso soll ich den bekommen? Ich glaube, dafür bin ich hier noch falsch. Ich komme hier gar nicht mal lang. Ach, man kann ja... Oh, ja, okay, das sieht man halt nicht so gut auf der Map, aber da kann man nicht lang. Ja, aber was ich meinte vorhin, hier geht es ja nicht mehr um irgendwas. Also vorher ging es ja darum, irgendwie Fabrizia oder Baugustin oder so zu holen. Hier? Naja, okay, den kriege ich jetzt leider nicht. Aber hier, ja gut, geht es halt nur darum, einfach weiterzumachen mit dem Spiel. Und natürlich, ja gut, natürlich halt in Richtung des Giga-Leuchtturms zu kommen, aber das ist ja, das hat ja nichts mit dieser Insel hier zu tun. Also die Insel, Insel hier hat ja nichts damit zu tun. Boah, ich kann nicht mehr reden, das tut mir so leid, ne? Das tut mir wirklich sorry. Und hier kommen wir nur lang, wenn man von der anderen Seite den Schalter betätigt. Nur wie soll man auf die andere Seite kommen, wenn man von der anderen Seite auch nicht rein kann? Hm. Seltsam, wenn ihr mich fragt. Wow! Ja! Yeah! Oh! Oh, Mami! Schön den Hut festhalten. Die Mütze. Und am besten nicht nach unten gucken. Weil ich könnte hier schwindelig werden. Was ist das denn überhaupt für ein Gegner? Also, die normale Version von denen kennen wir ja. Aber das ist, scheint so eine stärkere Version von dem normalen Typen zu sein. Ganz knapp. Der ist wirklich schnell. Oha. Ich will gegen ihn kämpfen. Ich muss mehr über ihn herausfinden. Ja gut, nee, das will ich eigentlich immer mit Luigi machen. Das macht dann mehr Sinn. Ja, mach einfach den Hammer. Blam, blam, bam, zack. Oh, schon tot? Ach. Okay. Ich mach trotzdem den grünen Panzer. Ich hab jetzt Lust drauf. Woohoo! Okay. Here we go. Mhm. Und das war's schon. Ja! Der eine lebt da noch. How? Knombakorn. Aha. Okay, bisher wirkt er mir einfach nur wie ein ganz normaler von den Viechern. Auf jeden Fall seltsam. Ja, die geben halt ein bisschen Erfahrungspunkte. Weiß nicht, ob sich das aber lohnt. Na schön. Zumindest haben wir es ausprobiert. Boing, boing, boing. Wer ist da denn? Kann man dir helfen? Ah, sie wollen einfach nicht blühen. Na, ein paar von denen. Hm. Brauchst vielleicht Hilfe? Wisst ihr, seitdem das Land zerbrochen ist, fließt der Connector nicht mehr so, wie er sollte. Aber ich weiß nicht, ob das der Grund dafür ist, dass diese Blüten hier nicht mehr blühen. Oh, übrigens, ich habe gerade eine Theorie. Vielleicht wachsen hier manche Blumen, weil diese Insel hier am nächsten an dem Gigaleuchtturm dran ist. Und vielleicht tut der Gigaleuchtturm ja trotzdem noch so ein bisschen Energie ab. Von sich abgeben? Ich weiß es nicht. Das war jetzt so meine Theorie. Oder es ist einfach die Insel selber. Die ist einfach so krass. Die kann es einfach. Weiß ich nicht. Ja, ist komisch. Wenn sie alle blühen würden, hätte man eine Brücke zum Leuchtturm auf der anderen Seite. Was? Wie man diese Knospen wieder aufblühen lässt? Die haben eine harte Schale, aber vielleicht gehen sie ja auf, wenn man kräftig draufhaut. Nur, wie ihr seht, sind einige von ihnen gar nicht von hier aus zu erreichen. Ach, das wird schon. Wir schlagen hier auf den ersten, dann geht er auf die anderen. Was? Dafür bräuchtet ihr nur etwas, womit ihr sie aus der Ferne treffen könnt? Tja, was ein Zufall, dass sich das hier befindet. Diese Blume spuckt nämlich eine Samenkapsel nach der anderen aus. Da kommen allerdings echt viele raus. Alleine wird man davon völlig überwältigt. Oh, okay. Mario, Mario, Luigi. Ich würde ja helfen, wenn mir nicht gerade Rücken, Schultern und Knie wehtäten. Oh, es hilft wohl alles nichts. Bro, was laberst du? Mario. Ich hab da eine Idee. Ja, hast du das? Haha, got it! Yahoo!
Guck mal, Mario, das ist voll einfach, Bro. Ja? Okay, dann mach du mal dort. Ich mach mal hier. Ah, einmal drücken. Okay. Dö, dö, bam. Was ist passiert? Muss ich früher drücken? Bam, bam, bam. Und das ging ja. Das war ja voll einfach. Dang, 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 dang. Bam, 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 bam. Was? Ja, hab die Knospen aufblühen lassen. Danke. Wir können die Blütenbrücke wieder passieren. Aha, also scheinbar tun diese weißen Blumen durch die kleinen blauen wachsen. Durch den Inhaltsstoffen von der... Kommen wir da nicht lang? Wie sieht's aus? Nö. Map sagt nein. Map sagt aber auch, hier ist so eine kleine Mini-Insel zur Linken. Was haben wir denn hier für einen Dude? Ja, mach schon weiter. Geil. Habt ihr schon vom Rüben-Opi gehört? Der versteckt sich eigentlich irgendwo im Boden. Wer den findet, dem hält er lange Vorträge, die hilfreich sein können. Oder auch völlig unnütz. Ich persönlich sehe eh keine Steckrettiche aus dem Boden, also werde ich ihn wohl nie treffen. Weißt du... Es ist besser so, du willst ihn glaube ich auch gar nicht treffen, wenn ich ehrlich bin. Weiß ich ja nicht. Eine Pilze. Und... mehr Leuchtis. Hey. Ding. Ding. Perfekt. Wir skippen den einfach. Euch habe ich hier noch nie gesehen. Seid ihr zum ersten Mal auf Floor? Was haltet ihr von unseren Sprungblumen? Sind die nicht der Knaller? Ja, die sind schon cool. L, L. Okay. Bing, bong, bong, bing. Ein normaler One-Up. Pins. Na gut, meinetwegen. Warum auch nicht? Da, 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 da. Ist hier vielleicht was? Hier werden so viele Verstecke, wo man was hintun könnte, finde ich. Aber ich habe das Spiel ja nicht kreiert. Ich komme nur auf Ideen. Und was für welche. Ich weiß nicht, was, was ich damit jetzt sagen wollte, aber... oh, warte mal, was? Okay, wir müssen jetzt hier unten lang. Und dann wieder nach links? Oder wie? Ha, jedenfalls kommen wir hier nicht weiter. Ai, ai, ai! Ach, ich will die Toads. Oh, rote. Mario und Luigi! Jaho, das sind wir. Braucht ihr Hilfe? Ich bin auf eurer Seite, weil sie welche braucht. Oh, ja. Die gucken sich um, die checken nicht, dass wir hier sind. Hm. Was ist Glitzer da so? Ist da was? Nee. Hm. Hab irgendwas Glitzern gehört. Zumindest klang es so. Aber warte mal. Wie sollen wir denn da rüberkommen, Toadies? Hm. Luigi. Hast du eine Luigi-Idee? Vielleicht ein Luigi? Baumstamm drüberlegen? Was geht's? Hm? Oh! Spürt ihr eine neue Fähigkeit kommen? Oh ja. Hm. Eine, die euch, sagen wir, über Abgründe rüberbringt? Spürt ihr, dass irgendwie so etwas in euch steckt? Ah ja, wir hatten das doch schon mal. Wenn ich auch nur ganz nah nachdenke, hätte so Finger an die Stirn, wenn du so ganz nah nachdenke, wo hatten wir denn sowas? Ach stimmt, ein Wirbelsprung bei der Blume. Oh, Luigi, das Genie. Ich bin enttäuscht von Mario in diesem Spiel. Oh ja, stimmt ja, der Wirbelsprung. Mario, wir sind so dumm. Machen wir doch einfach den Wirbelsprung. Ach so, ja, hab ich komplett vergessen bei diesen 50.000 Abenteuern, die ich habe. Ich spüre, dass die Antwort vermutlich ein saftiges Yep ist. Bewege den rechten Stick, um die Bruderaktion Kreisel UFO auszuwählen. Was? Süß. Wow, was zur...
Hä? What? Warum werden die zu einem UFO? Also normalerweise drehen sie sich ganz schnell um sich herum, damit sie ganz kurz in der Luft fliegen können, aber jetzt tanzen sie in der Luft, um ein UFO zu werden. Das ist einfach so das Upgrade. Wow, okay, hat das andere nicht mehr funktioniert oder war das so anstrengend oder... Ich bin verwirrt. Das ist ja der Wahnsinn! Wie habt ihr das denn gemacht? Tja, hier in dem Pilzkönigreich, wo wir herkommen, nennt man das Skill. Solche Dinge könnt ihr zusammen durchziehen? Ihr seid echte Profis, absolute Star-Aktion. Na, na, nicht begeistert? Eine Gefahr-Aktion? Oh, Schar-Aktion. Gut, ist eine eher kleine Schar. Eine Brüder-Aktion! Oh, yeah! So, passt das. Du hast Kreisen-UFO gelernt. Nur für die Overworld oder auch für den Kampf? Wahrscheinlich nur für die Overworld. Ich meine, wie wollen wir damit kämpfen? Yeah! Mario und Luigi können gemeinsam Brüder-Aktion ausführen. Da steht auch Brüderaktion. Und damit Hindernisse und Fallen überwinden. Weitere Brüderaktionen lernst du im Laufe des Spiels. Kreise-UFO. In Gestalt eines UFOs können Mario und Luigi schweben, kurze Strecken zurücklegen. Bitte beachte, dass für Brüderaktionen die Anwesenheit beider Brüder erforderlich ist. Hä? Sowieso. Weil komischerweise ist in diesem Spiel so, wenn Luigi nicht mehr auf dem Bildschirm ist, dann dachte ich Mario, oh, Luigi, ich komme schnell zu dir hingerannt. Egal, ob da Wände sind, ich renne zu dir hin und klipp mich durch. Let's go. Also nicht durch die Wände, aber durch die Gegner auf jeden Fall. Das ist sehr komisch. Mit dem rechten Stick kann man das auswählen. Komisch? Wieso nicht irgendwie eine Schultertaste gedrückt halten und dann auswählen mit dem linken Stick? Hätte so ich jetzt einfach gelöst. Und dann X. Und mit Y kann ich jetzt abbrechen. Setze diese Brüderaktion bei Abgründen ein, die sich mit normalen Sprüngen nicht überwinden lassen. Okay, dann tanzen wir mal, Luigi. Kann ich einfach das ganze Spiel so rumlaufen? Ist doch lustig. Wir können sogar springen, also ich meine, hallo? Wie cool ist das denn bitte? Wuhu! Mario! Und Luigi! Ich kenne seinen Namen. Was für ein Glück! Ist der zufällig, wo wir hier sind? Ich hoffe, Prinzessin Peach ist in Sicherheit! Ich mache mir Sorgen um sie! Ah, verstanden! Wie traue ich die Kuppen? Au! Tabitabora, ja? Und ihr wollt die Insel miteinander verbinden und die Welt wieder vereinen? Ihr macht doch keine halben Sachen, Mario und Luigi! Sobald die Insel hier angebunden ist, nehmen wir auch Kurs auf Tabitabora! Yeah! Aber ich bin immer noch fasziniert hiervon. Wuhu! Aber wenn ich das so richtig sehe, gibt es nur 3 Abilities. Weil unten ist noch ein Feld, links ist noch ein Feld. Das ist ja das ja, diese Umrandung. Da habe ich schon womöglich ein bisschen Angst. Weil normalerweise hat man viel mehr als das. So das Doppelte würde ich behaupten. Warum ist der blau? Der eine ist dunkelgrün. Wo wir die ja schon mal als hellgrüne besiegt haben. Aber blaue haben wir noch gar nicht besiegt, glaube ich. Ach, die sind Typ Wasser. Okay. Die können die anderen heilen, vermutlich. Für was zum. Okay, das war super einfach. Die sind ja richtig langsam. Ja, ja, die heilen sich. Nee, die müssen auf jeden Fall verschwinden. Aber pronto. Hä, wieso kann ich mit dem Hammer. Jetzt. Ich wollte gerade sagen, kann ich mit dem Hammer nur die Vorderen angreifen, wie ein Paper Mario? Nee. Taucht hier hin drin. Geschwindigkeit hoch. Statusveränderungen. Manche Ausrüstungs-Items oder gegnerische Angriffe können bewirken, dass sich bestimmte Statuswerte vorübergehend erhöhen oder senken. Da sieht man dann unten, was es davon ist. Und auch der Einsatz des Abwehrreflexes schützt nicht vor sowas. Monster können ihre Statuswerte übrigens auch erhöhen oder durch Marios, Luigis und Luigis Angriffe Statuswertveränderungen erleiden. Aha. Alright. Ich muss aber... Boah, plus 80% Geschwindigkeit, das ist viel. Ich muss aber sagen, ich mag Marios roten Panzer nicht. Also gut, für Bosskämpfe ist er gut.
Aber Gegner, für gegnerische Kämpfe gegen ganz normale Gegner, da ist Luigi so viel besser. Weil du willst natürlich alle angreifen, weil wenn du im gegnerischen Kampf bist, dann kämpfst du ja nicht immer gegen nur einen Gegner, sondern meistens gegen mehrere. Ja, Marius ist gut gegen den Boss, weil du kämpfst auch gegen einen Boss. Dann ist es gut. Und sehr schön, ich habe die Blauen alle besiegt, aber warum lebt der denn noch? Hat der Glück gehabt, der Kollege, aber nicht mehr lange. Weg mit dir. Juhu! Schade, kein Level-Up. Ich hab's gehofft. Tja, dann hoffe ich mal erneut. Chillige Atmosphäre auf jeden Fall, auf dieser Insel. Aber ich habe das Gefühl, das war's schon gleich. Ah, okay, hier können wir rüberfliegen, aber was gibt's hier unten? Schade, nichts. Ich dachte, vielleicht wäre hier noch was. Ups. Ja, seht ihr, ich war das schon gewohnt, Schultertaste zu drücken, aber das ist für die Mission. Ja, also das mit dem UFO könnt ihr mir mal erklären, wie die das zustande kriegen. Das, da bin ich mal gespannt auf eure Logiken. Weil ich kann mir das irgendwie nicht zusammenreimen. Das ist mir wirklich ein bisschen zu crazy. So. Jaho! Ah, warte mal. Ich glaube, jetzt können wir hier uns rüberwirbeln. Ja. Oh. Jahoi. Siehst du noch was? Moin, moin. Ich finde es übrigens sehr gut, dass man hier springen kann, während man in dieser Form ist. Finde ich sehr wichtig. Ja, ich gehe mal wieder zurück. Nee, ist gar nichts. Okay. Nee. Klacks. Das ist ein Klacks. Achtung. Heute auf die Plattform landen. Jetzt landen wir nirgends. Und stopp. Jederzeit mit Y pausieren. Oder direkt beenden. Zack. So. Perfekt. Wo sind wir jetzt? Oh, wir müssen aber zurück, Luigi. Komm mal mit. Ich habe leider... Luigi, bitte komm. Ja! Ich habe leider vergessen, dass wir den einen hier noch einsammeln wollten. Und ich mache es lieber jetzt als später. Ja, es tut mir leid. Ich habe es leider Gottes vergessen. Aber ich glaube, sonst haben wir alle. Ich schau mal kurz auf die Map. Aber ich meine, sonst haben wir wirklich alle. Na gut, da oben beim Leuchtturm sind noch zwei, aber... Nehmen den hier und dann links noch drei haben wir alle sonst. Also wäre doch gut, wenn wir sie wirklich jetzt alle machen könnten. Oha! Oha! Die Pro-Abkürzung! So nenne ich das, ja? Okay, Luigi kann nur eine Idee haben, wenn er nicht in dieser Form ist. Auch gut zu wissen. Fu, 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 fu. Ding, dong, dong. Okay. Dong, dong, dong. Manche Glück brauchen nur drei, manche vier. Oder mehr. Dong, dong, blum, blum. Dong, 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 dong. Okay. Ist auf jeden Fall chilliger als im Bowser's Story. Das auf jeden Fall. Yay! We did it! We did it, we did it. Ups, das ist doch reingesummt, komisch. Ah, hier links sind direkt, okay. Hier links sind so direkt. Hier. Was machst du denn hier? Ihr seid von einem Ort namens Capitabora? Habe ich noch nie gehört. Wie ist es da so? Natürlich. Was? Das ist eine Insel mit einem Connectabor? Aber der Connectabor ist doch verschwunden, als unsere Welt auseinandergebrach, oder? Dort wächst ein neuer Connectabor? Unglaublich. Den muss ich mir mal ansehen. Ja, komm doch mal vorbei. Ich frage mich, ob das jetzt wichtig war, dass wir den angesprochen haben, damit er zu uns kommt. Falls er überhaupt wirklich zu uns kommt, ist es einfach nur sagt. Okay, das finde ich aber auch ein bisschen lame. Warum sind die denn so viele direkt aneinander geschustert? Die sind auf einmal super einfach zu fangen, weil die diese kleine Area nur haben zum Ausweichen. Also, weiß ich nicht. Spiel. Weiß ich nicht. Da habt ihr nicht gekocht. Das war nicht gut gekocht. Boing. Ist da noch einer?
Oder was ist dieser gelbe Punkt? Warte mal, ich geh mal kurz weg. Nö. Hm. Okay, okay. Sorry, dass ich so auf die Map anschaue, aber die ist halt einfach wichtig. Was soll ich sagen? Da unten ist doch ein Gegner. Der sieht mich, glaube ich, auch, aber ich muss ihn leider Gottes ignorieren. Da kann ich nicht lang. Ich habe nur so im Augenblick gesehen, da ist was. Oh, da komme ich erst danach hin. Oh Mann, okay. Warte, hier ist noch bestimmt noch irgendwas Interessantes. Mhm, mhm. Mhm. Oh nein. Bitte nicht der Rübenoper. Ihr wollt zum Leuchtturm? Dann bist du ja geradewegs nach Osten. Seit es keinen Connector mehr gibt, ist er allerdings einfach nur ein großer Turm. Keine Sorge, wir fixen ihn. Ganz sicher. Das wird doch ein Klacks für Mario und Luigi. Ich will mich mal kurz umschauen. Nicht, dass ich hier irgendwas verpassen sollte. Ja, soll ich gegen die kämpfen oder lieber nicht? Ich überleg's mir manchmal, aber ich weiß nicht, ich finde die Gegner irgendwie ein bisschen boring. Also kann man es theoretisch auch sein lassen. So, und ich mache jetzt hier die heftigsten Speedrunning-Tricks und Skips. Ah! Oh mein Gott. Oh, wow, 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 wow. Was soll denn das denn? Warum geht das Ding so schnell? Das schaffe ich ja gar nicht. Okay, schnell rüber. Stopp. Und schnell rüber. Ist einfach chillen. Schön Händchen halten. Bisschen Tanga tanzen. Und rüber. Yeah. Was ist denn da? Warte. Ich will es mal ausprobieren. Das könnte ja was sein. Unsichtbarer Block? Ich weiß es nicht. Hätte ja sein können. Okay. Jetzt kommen wir zum Leuchtturm. Was eine kurze Insel, wenn ihr mich fragt. Aber okay, war wahrscheinlich hauptsächlich dafür, dass man die Ability erlernt. Dong, dong, ding, ding, dong, ding. Komm, hau raus. Was hast du noch zu bieten? Dong, 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 dong. Okay. Blum, blum. Ey! Ist damit die gleiche Reihenfolge? Dong, dong. Viermal, okay, Spiel. Ja, das kann ein bisschen dauern. Spiel für unbedingt. Das wird. Ach komm, ich hab einen übersehen. Oh Mann. Also jetzt wird hier langsam ein bisschen übertrieben. Ich hoffe, dass die das nicht machen, weil die das sonst nie, weil die diese dieses Minispiel nie wieder machen. Lass uns noch mal einmal raushauen. Meine Konzentration ist weg. Muss mich konzentrieren. Bom, bom. Aufmerksamkeitsspanne ist wieder resettet. Jetzt geht's wieder. Aber kurz entgiften. Yay! Okay. Hiermit gehen wir weiter. Ja, ich meinte enterben. Na, ist egal. Okay. Ich gehe mal hier ein bisschen nach unten. Oh, Münzen. Ich mag meine Münzis. Hallo. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der sich hierher verirren würde. Treibt ihr zwei etwa auch davon, Abenteurer zu werden? Wir sind sogar Abenteurer. Ob du es glaubst oder nicht. Ich weiß, es ist kaum zu glauben, aber es ist wirklich so. Es ist die Wahrheit. Und hier ist ein kleines Secret. Denn wir können hier einfach rüberfliegen. Und erhalten als Dank eine Nuss. Ich dachte jetzt so ein Ausrüstungsgegenstand. Das hätte ich jetzt voll gefühlt, aber eine Nuss. Selber Nuss. Mann. Haha, daneben. Zu spät. Too late. It is too late now. Aha, was haben wir hier? Nein, einen weiteren Weg. Obwohl, da kann man nicht lang. Man muss hier lang. Erinnert mich ein bisschen an so ein
Ich weiß nicht, welches Spiel es war, aber aus irgendeinem Pokémon-Spiel die Arena. Irgendeine Arena sah so ähnlich aus. Ich glaube... Schwarz-Weiß... Nee, ich glaube XY? Ach, was weiß ich. Oh, das ist ja... Das ist ja simpel. Oh ja. Oh yeah. Das war ja einfach. Oh, wir müssen wohl kämpfen. Oh, noch nicht. Ist zu dumm. Danke. So gütig. Was nun? Einfach weiterfliegen? Ich schätze schon. Auch ab und zu mal kurz Luft anhalten. Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ah, meine Münzen. Auch mein Geld. Wer den Cent nicht ehrt, ist den Stern nicht wert. So sagt Mario in seiner Legende. Ja, haha. Haben wir alles? Wir scheinen alles zu haben. Achso, ja, gut, diese eine Insel hier, da kommen wir noch nicht lang. Aber nachdem wir das Ding jetzt hier aktiviert haben, werden wir da lang können. Yeah! Eine kurze, kleine Zwischendurchinsel für nebenbei. Haben wir hiermit auch gemacht. Und beim nächsten Mal machen wir dann vermutlich eine viel größere. Vielleicht ja schon den Giga-Leuchtturm? Das wäre krass. Woohoo! Angebunden ist Floor, somit auch. Schon 4 Inseln. Ich weiß nicht, ob dieser Bildschirm nur für die... im ersten Bereich ist oder ob das all unsere Inseln sind, die wir anbinden. Aber das würde ja irgendwie bedeuten, dass es dann später nicht mehr so viele Inseln, sondern viel mehr Riffe geben müsste. Aber ich weiß es nicht. Ich bin einfach nur ein bisschen verwirrt von dem ganzen, von der ganzen Sache. Das kann man so stehen lassen, denke ich. Okay. Spiel, was passiert jetzt? Kommt noch Dialog? Oder chillen wir einfach nur ein bisschen? Ah, wir chillen noch ein bisschen. Mit Dialog. Ihr seid wieder da! Und ihr habt eine Verbindung zu Floorfly hergestellt! Das lief wie ein Schnürchen. Die nächste Driftinsel kann kommen. Dankbare Lady wurden alle Inseln dieses Meeres wieder angebunden. Hä, alle? Nächster halt, die Giga-Leuchtturminsel. Oh, ach ja. Wisst ihr noch, was ich euch über die Giga-Leuchttürme gesagt habe? Ja, klar. Oh ja. Yeah. Bestens, ich hasse es, mich zu wiederholen. Wie ihr noch wisst, haben die 4 Giga-Leuchttürme den Connector-Bau unterstützt. Aber jetzt sind sie zu Giga-Leuchtturminseln geworden. Eine davon wurde gekapert. Und wir müssen rauskriegen, wer dafür verantwortlich ist und was das alles soll. Hi, Captain. Ich muss sagen, ich bin etwas besorgt. Aber wenn sich Mario und Luigi darum kümmern, kann eigentlich nichts schiefgehen. Wuhu. Was machen wir eigentlich, wenn wir mit der Giga-Leuchtturminsel fertig sind? Wir fahren zum Polychrom-Meer und suchen nach weiteren Inseln. Aber dafür müssen wir eben zuerst den Giga-Leuchtturm reaktivieren. Stimmt ja, du hast was davon gesagt, dass sein Licht uns den Weg weist oder so. Ei, ei! Und es gibt nur eine Person, die dieses Licht zurückbringen kann. Und zwar unsere Botanikerin, Cornetta! Nanu, ist Cornetta über Bord gegangen? Komm, Mensch, versteckt sie nur, wir brauchen sie doch. Ach, da ist sie ja! Hat Pause gemacht, faules Stück. Na, wo willst du denn hin? Ach, ich muss mal kurz weg hier. Ja, ein bisschen frische Luft, kann ich verstehen. Ich glaube, sie wird zu einer anderen Insel. Sie weiß aber schon, dass wir ohne sie abgeschmissen sind, oder? Gewiss weiß sie das, aber sie muss sich immer noch in ihre Rolle als Verteidigerin reinfinden. Da ist es nur verständlich, dass sie sich als Erste auf einer neuen Insel umsehen möchte. Könntet ihr bitte Cornetta folgen und ihr sagen, dass sie hier gebraucht wird? Lass sie doch mal Pause haben. Oha. Aber, okay. Ja, wir drehen uns hier ein bisschen im Kreis, weil wir das hier können wir noch nicht machen. Ja, wir können aber mal hier in die Mitte gehen, weil warum nicht? Und beim nächsten Mal, wie gesagt, geht es weiter. Ich schaue mich mal währenddessen ein bisschen um. Warte mal, hier ist ja noch was. Hey, das ist Mario und Luigi! Schaut mal, wir haben endlich dieses Leben aufbauen können. Ist das nicht cool? Ja, habt ihr gut gemacht. Tut das gut, endlich euch zu sehen. Wir dachten uns, ihr würdet vielleicht gerne was einkaufen, also haben wir Leben gemacht. Kommt schon, wir wollen euch jetzt schon das Geld abnehmen. Auch auf dem Abenteuer. Los auf ein Einkaufsbundel. Yeah, Ausrüstung, alles Pückische. Ich weiß nicht, warum das nochmal alles erklärt wird. Wir kennen das doch alle schon.